vorne natürlich nicht viel los bei den Tschechen. Es geht sogar der Libero mit, da ist der Franco Baresi, 36, läuft wie ein 19-Jähriger und Tor! Ein wunderschönes Tor! Georges Weah, und da bedankt er sich. Sein zweites Tor in diesem Wettbewerb und da bedankt er sich bei Franco Baresi. Ja Mensch, wo hat er die Luft her, wo hat er diese Antrittsschnelligkeit mit 36 Jahren? Schauen Sie mal da, Franco Baresi, er lässt sie alle alt aussehen, dabei ist er der Älteste, und Georges Weah mit dem Kopfball. Also bisher war ja hier wirklich Langeweile angesagt, aber dieses Tor ist ja wirklich das Eintrittsgeld wert. Der Alte mit der 6, Franco Baresi, zwei Schuhgeschäfte, und er zeigt den anderen die Absätze. Das ist ein Geschäftsmann. Franco Baresi, da ist er wieder in der Abwehr. Hatte ja schon seine Karriere beendet in der Nationalmannschaft. Dann hat seine Frau gesagt, was willst du dauernd zu Hause? Von diesem 18-jährigen Schlitzohr. Albertini kurbelt jetzt an. Simone schaut, hat den Kopf oben. Schön, ja! Und Tor! 2:0! Und das zweite Tor von Georges Weah. Ja, dafür hat man ihn gekauft. Dafür hat man Papin weggegeben. Da sehen Sie, wie er den Kopf oben hat. Marco Simone, und das ist immer wichtig beim Fußball. Und dann direkt Abnahme von Georges Weah. Tut mir ein bisschen leid für die Tschechen, aber dieser Weah ist heute nicht nur die halbe, der ist die ganze Miete für den AC Milan. Jetzt hat er den Kopf unten. Georges Weah. Fast die gleiche Minute wie in der ersten Halbzeit.